Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Daylight. Ja, nach dem letzten Debug in der letzten Folge, wie es zumindest endete, habe ich ein bisschen was ausführen gemacht. Und ihr seht jetzt, ich bin hier in diesem Siegelraum, habe alle 5 Relikte. Und jetzt geht's weiter. There is no escape. I can see that now. Even the rich fell prey to the 12. Affluence would offer no protection from them. Some would say they suffered the most. Exposure, disaster. The flames rose up on their lavish display. Warte, stop. Also immer straight, geradeaus. Nein. Nein, ich will rauszoomen. So, jetzt. Also jetzt hier rechts und dann voll drauf zulaufen. Okay, also Attacke. Geh ich richtig? Warte. Handy? Ja, Attacke. Ich war hier schon viel zu lange in diesem Wald, jetzt mir reicht's. Warte mal. Ja, ich entferne mich, glaube ich, gerade. Kann das sein? Warte mal. Oh Mann, ich bin schon wieder voll nervös. Ja, warte, ich gehe jetzt mal hier weiter. Warte. Und jetzt mal gucken, wo ich hinkomme. Und jetzt? Ja, ich entferne mich gerade total. Oh, scheiße. Oh, shit. So, jetzt gehe ich, glaube ich, richtig. So, kurz gegen die Wand gucken. Gucke in die Wand. Jawohl. Und jetzt weiter geradeaus und dann irgendwann rechts. Jawohl, got it. Woohoo! Yeah, man! Waldläufer. Gott sei Dank. Ja, Spieldaten wurden gespeichert, hilft mir jetzt auch wahnsinnig weiter. So. Zu Händen aller Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bau am Mid Island Hospital zu beenden. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht von C&G Investments genehmigt und führen zur Vertragskündigung. Alle bisher beschäftigten Mitarbeiter werden bis zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch ans Hauptbüro. Vielen Dank, G&C Investments. Okay. Ja, der Wald war jetzt ein bisschen tricky. Wow, was war das? Er ist ja gut jetzt. Schlechte Neuigkeiten für New Kipling. G&C Investments hat das Speeds-Projekt auf Mid Island unvermittelt eingestellt. Der Sprecher des Unternehmens, Tom Miller, hat den Einwohnern von New Kipling mitgeteilt, dass aufgrund der unsicheren und unberechenbaren Zustände der Erde G&C den Bau nicht weiterführen würde. Neben dem Abbruch des Hospizprojekts stellt G&C Investments auch jegliche finanziellen Zuschüsse für die aktuell laufende Renovierung des Mid Island Hospital ein. Das gesamte Personal wird von der Insel in andere Einrichtungen untergebracht und das Krankenhaus wird erneut geschlossen. Wird erneut geschlossen, Mann, was Lehrerei ist denn da? So. Soweit, so gut. Da ist noch eine Notiz. Ja, ist ja gut jetzt. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, da ist eine Notiz.
gucken wir uns das mal an. Juni 1986, schlechter Boden für Unfälle auf Mid Island verantwortlich. Die Modernisierung von Mid Island ist nach mehreren Unfällen auf dem Konstruktionsgelände. Die Modernisierung von Mid Island ist nach mehreren Unfällen auf dem Konstruktionsgelände, die Verletzte und Todesfälle zur Folge hatten, in den Fokus geraten. Auf Nachfrage um Stellungnahme über die Tragödie hat Tom Miller, der Sprecher von GNC, bekannt gegeben, dass derzeit der Baugrund untersucht wird. Da viele der Todesfälle durch unvorhersehbare Einstürze verursacht wurden. Unvorhersehbare, oh mein Gott, ey. So. Da komme ich nicht runter. Da, was okay. Kommst du da runter? Sehr schön. Komm runter. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich gerade in der Luft oder was? GNC Investment bricht Holzprojekt ab. Hospizprojekt ab. Was ist denn los gerade? Über das abgebrochene Konstruktionsprojekt reagieren die Bewohner positiv. Die 65er Gladys Stone Sound meint etwa, seit diese Männer angefangen haben, auf Crow Island ihr Unwesen zu treiben, wusste ich, dass das Ärger bedeutet. In unserer Stadt weiß jeder, dass dieser Ort nicht gestört werden darf. Gladys ist nicht die Einzige, die diese Ansicht vertritt. Auch der Verband zur Erhaltung von Crow Island hat diese Neuigkeiten gefeiert. Jennifer Flocker, die Gründerin der Gruppe, hat angekündigt, sie wolle feiern, dass die Eindringlinge verschwunden sind. In jedem Fall können die Bewohner New Kipling ein Ende der Tragödie auf der Insel erwarten. Naja, da gehe ich jetzt nicht runter in diesen Sumpf oder was das sein soll. Auf gar keinen Fall. So wie hier. Oh, optische Täuschung. Sehr nice. Schon nach mehreren Grabungen im Untergeschoss des Hauptgebäudes wurden 12 Gräber entdeckt, vorerst unbestätigt. Wir haben das Bodensee nachverwendet und irgendwas ist definitiv dort unten. Die Jungs und ich haben vor sich heute Abend haben vor. Die Jungs und ich haben vor, sie heute Abend auszuheben, um sie uns anzusehen. Ich werde vorerst mit niemandem darüber reden, bis wir wissen, was es ist. Vermutlich irgendeine dämliche Indianergrabstätte. Das wird den Bau um Monate verzögern. Hoffen wir, dass das unbedeutend genug ist und wir es einfach vergessen können, Brian. Okay, wie komme ich jetzt hier weiter? Hier, ne? Was ist das denn? Sollte das jetzt so sein? Aber wie komme ich denn jetzt hier weg? Oh shit. Hier. Okay, ich bin wieder hier im Wald. Wunderbar.
Und da ist ein Haus, ne? Okay. Dann rein mit mir. Okay, wo ist jetzt der Eingang? Ach da. Sieht hier sehr einladend aus. Never find in the end, never seen the beginning. Der Fall ist auch so zusammenhangslos mit Zeug, ist der Wahnsinn. Verstehe nie, was er meint, worauf er hinaus will. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal, die Lichter an. War ich doch schon mal, oder? Ich war hier doch schon. Ja klar war ich hier. Folge 2 oder 3 oder so. Aber 4 oder 5 so den Dreh. Ja, hier ist Cursed verflucht. Ja, ich weiß. Ich war doch hier schon. Dann soll ich jetzt hier rein, oder was? Die Tür steht auf. Okay, da gehen wir gleich rein. Ist hier irgendwas noch? Nee. Okay. Dann warte ich mal. Bin mal gespannt, was auf mich jetzt hier wartet. Okay, eine Notiz. Ja, wir sind Patientin 13. Oh, ich bin schockiert. Also, ob ich das nicht schon vorher wusste. So, Patientin 13, April. Der 4. 1988. Ich fürchte, Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987. In diesem Krankenhaus steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb, Komplikationen durch rapiden Blutverlust und verschiedene. Was für ein Ding? Narkotika? In ihrem System taten wir alles. Taten wir alles uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbar liebes Baby und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in der Umgebung gesucht, aber nach unseren Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichte gehen bis zur Legende der 13 Hexen zurück, die angeblich hier auf Mid Island getötet wurden. Okay, wir sind die 13. Das heißt, dass die uns gejagt haben, waren jetzt die 12 Hexen, ne? Das heißt, wir sollten hier sterben, ne? Sind wir jetzt tot? Ist das jetzt nur in ihrem Kopf so, oder? Dass diese Geschichte quasi nochmal so Revue passieren lässt? Na egal. Die überlebenden Angehörigen der Familie Gwyn wurden anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläubischen Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet zwar nicht an fetalem Alkoholsyndrom, aber sie wird von regelmäßig wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könne sich um Narkolepsie handeln, aber andere Symptome lassen mich daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen. Sie schwankt zwischen
Überschwänglichkeit und Cartoonie. Wie sollen wir ihr je ein Zuhause finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärliche Weise über Nacht verrückt wurden. Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie mit einem Fluch belegt, aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nur Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen. So kurz vor unserer Schließung muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde, Sarah Grin. Mögst du mit Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst und nicht zu dem Projekt deines Erbes. Okay, wir sind die 13, das wusste ich schon vorher. Die 12 Hexen sind wahrscheinlich die Toten, die uns gejagt haben im Wald, im Kanal und im Gefängnis oder so. Die uns, glaube ich, auch töten wollten. Weil ich das richtig interpretiere. Gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. All that time sick and wandering, only to be brought back here to die. How her heart sank when they wheeled her in, knowing in spite of it all, they'd find you again. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah. She really did. The last thing she did protected you, cast you in light. And yet the darkness, you know, the blackouts, the blackness, so thick you can hardly see. We kept them from you, Sarah. Kept you being you, even when you didn't know who you really were. Okay. Also das kann aus, wie es früher ausgesehen hat, glaube ich mal. Das sah damals auch voll geil aus eigentlich. Ja, sieht doch ganz hübsch aus. Muss man ja sagen. So, dann gehen wir mal weiter. So, warte mal. So, hier. Was haben wir denn hier alles? Hier ist irgendwas? Hier ist gar nichts. Dann geht es jetzt mal weiter. Okay, ich sehe meinen Schatten. Oh, das sieht gar nicht nett aus. Komme ich hier rein irgendwo? Dr. V. Holt. Okay. Dr. Mercer. Okay. Infection Sickness Disease. Sind das jetzt die 13 Plagen sozusagen? Disaster Corruption. Was? Wollte jetzt nicht lesen so schnell. Isolation ist doch, was ich gelesen habe. Was ist hier los? Abandoned Exposure Disaster. Was
das hier Sache? Mama! Lauf! Awakening? Succession to the top of your own Alter. Burning star, encircling all 10 and 3. Oh my god. It's me. Was? Jetzt im Ernst? Das war's? Mit Daylight? Okay, wie soll ich das Ganze interpretieren, das Ende? Also die 12, die jetzt nochmal da waren, zum Schluss, bevor wir jetzt hier ins Licht reingelaufen sind, das sind die Hexen. Und die wollten uns töten. Weil wir sind die 13. Das habe ich jetzt verstanden. Hat sie jetzt erkannt, dass sie auch die 13 ist? Und deshalb hat sie gesagt, it's me? Macht am meisten Sinn. Ja, was soll ich sonst sagen jetzt zum Spiel? Das Spiel hat echt Spaß gemacht für den 10er. Bei mir war klar, dass ich jetzt nicht so viel erwarten kann, aber es hatte schon seine Schockmomente. Ja, die Spielzeit ist ein bisschen kurz. Ich habe sie ein bisschen ausgeweitet. Beziehungsweise ausgedehnt. Sonst, ja, es wäre noch geiler gewesen, wenn sie das anders eingebaut hätten, als nur diese Troller da zum Beispiel, die mich pausenlos jagt. Irgendwas anderes, ich weiß nicht, was soll ich dazu jetzt sagen. Ja, zum Beispiel, wenn ich auf, als ich in diesem Krankenhaus war, auf der Toilette, jetzt, wenn diese Oma da gekommen wäre, hätte ich mich echt zu Tode erschreckt, glaube ich. Das wäre heftig gewesen. Also sonst war es grafisch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, gesagt wurde. Aber Gott sei Dank ist es jetzt endlich vorbei und ich kann mich jetzt auf Outlast konzentrieren. Ja, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen bei diesem Projekt. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Lasst ein Like da oder einen Kommentar und vielleicht sehen wir uns ja in einem neuen Projekt wieder. Haut rein und tschüss!